spürst du auch tagsüber manchmal so eine Müdigkeit, dann hat Max, der Biohacker, genau das Richtige für dich. Weidebutter, der richtige Alkohol und geheime biochemische Substanzen und kuriose Rituale für den Alltag. Ich bin da noch nicht ganz so sicher und werde dir heute die Grundprinzipien aus der Biohacker-Bibel vorstellen und ob es sich lohnt, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Da hat der Max Gotzler doch tatsächlich mein Optimiere dich selbst für sein neues Buch geklaut und promotet Weidebutter damit. Versteht sich von selbst, dass ich, ja, auch mal in seine Biohacker-Bibel reinschaue und deine und meine Neugier, was das Thema Biohacking angeht, befriedigen wollte und in diesem Video auch werde. Biohacking ist ein Thema, was gerade total en vogue ist, ist total gefragt. Es ist das konkrete Auswerten von körperlichen und biochemischen Daten und das Analysieren von Körperexperimenten, um daraus dann Handlungen abzuleiten, um dein, mein, unser aller Leben optimaler zu gestalten. Da sind Tipps drin, ich sag dir, aber Step by Step. Die Grundprinzipien dieser Biohacking-Bibel sind in 6 Bereiche aufgeteilt. Ernährung, Bewegung, Erholung, Balance, Fokus und Umfeld. Hat er sofort meine Zustimmung, da meine 4 Grundsäulen des Lebens, Ernährung, Bewegung, gesunder Geist und Abhärtung, sich wunderbar in diese 6 Grundelemente einfügen lassen. Da hatte ich am Anfang eine grundpositive Einstellung zu diesem Buch. Das Buch ist nahezu optimal geschrieben, zumindest aus Marketing-Sicht. Es beginnt damit, dein Interesse zu wecken. Gibt dir am Anfang eine kuriose, aber wissenschaftlich untermauerte Möglichkeit, ja, sein Testosterongehalt, sowohl Frauen als auch Männer, um 20% zu boosten. Power Posing. Eine gewisse Zeit. Okay, tolle Information. Mach dann auch noch neugierig und besticht durch ständige neue Überschriften, die das Lesen des Buches sehr kurzweilig machen. Meine Stimmung verbesserte sich direkt, als ich dann im ersten Kapitel zur Ernährung folgende Grundlagen lesen durfte. Alles ist immer im Biohacking-Style umschrieben. Also trendy, biochemisch, unterlegt in einer Studie, das, was man auch von YouTube kennt. Man muss dazu auch sagen, das Buch ist auf den Mainstream ausgerichtet. Und da stand dann bei der Ernährung möglichst unverarbeitet und kaum erhitzt. Also Rohkost, super, das sind auch meine Erfahrungen. Er benennt dabei Studien und geht auch auf Krankheiten, die mit Ernährung assoziiert sind, ein und ich fühle mich direkt wohl, weil ich auch natürlich in meiner Glaubensbasis bestätigt bin und mein Optimiere dich selbst dann nun auch gerne auf seinem Cover lese. Aber auch hier, und da kann ich mir rein marketingtechnisch was abschauen, bleibt der Max sehr clever. Er macht nicht wie ich ein Video, in dem ich sage, nach diesem Video isst du nie wieder Eier, sondern er lässt es einfach weg. Also er schreibt in der Ernährung nur das, was man essen soll und geht nicht auf die Dinge ein, die man weglassen soll. In dem Buch findet man nichts Konkretes über Eier und Fleisch. So verschreckt man keinen. Clever. Aber ich würde mich an Max seiner Stelle da fragen, ob es in einer Gesellschaft, wo noch über 90% der Menschen Fleisch und Eier essen mit dem Bewusstsein, das sei gesund, obwohl mittlerweile die negativen gesundheitlichen Auswirkungen deutlich herausgearbeitet wurden, es nicht dazugehört, auch darüber ein Wort zu verlieren. Und dabei beschleicht mich das erste Mal so ein Gefühl von, ja, ist schon clever. Aber es ist auch ein wenig unkonkret. Ich bin da auch vollkommen der Meinung, jeder sollte essen, was er will. Und ich will keinem was vorschreiben. Iss dein Schwein. Wunderbar, musst du wissen. Aber wenn wir vom persönlichen, gesundheitlichen Optimum reden, dann muss man schon eindeutig vor schädlichen Substanzen warnen. Das macht er nicht. Oder das macht er schon, aber nicht bei Fleisch und bei Eiern, sondern bei der Milch. Aber auch nur dann, auch nur deshalb, um dann weiterzugehen in die Milchthematik und Weidebutter und Ziegenmilch zu promoten. Also ich bin nicht der schlechteste Menschenkenner und ich weiß nicht, wie dir das geht. Aber ich glaube, der Max, der weiß schon ganz genau, dass tierische Produkte schlecht für uns sind. Erwähnt es aber lieber nicht. Und versucht sich dann die Milch irgendwie schön zu reden, weil er dann sagen kann, okay, es gibt böse Milch und gute Milch. Die Ziegenmilch ist die gute. Aber dafür, dass das Buch auf dem Massenmarkt ausgerichtet ist, erwähnt er sowohl die Problematiken rund um das Beta-Casamorphin und auch die schädlichen Effekte der Laktose und so weiter. Von daher auch Daumen nach oben. Als er dann auf die Wirkungsweise von Intermittent Fasting eingeht, also dieses intermittierende Fasten, da habe ich auch wieder kurz Hoffnung geschöpft, dass dieses Buch tatsächlich ein kompakter Ratgeber und guter Einstieg für ein optimales Leben sein könnte.
Aber dann kam er mit Alkohol und einer fettreichen Ernährung. Also während er am Anfang ausgehend vom wissenschaftlichen Konsens tatsächlich aktuelles Wissen kompakt und gut geschrieben präsentiert, verfällt er dann dem Low-Carb-Trend. Und da ist, wenn man das für die Dauer durchführt, keine wissenschaftliche Grundlage existent, die das in irgendeiner Weise als positiv bezeichnet für den normalen Menschen, sondern es wird als gesundheitsschädlich eingestuft. Auch sein Kapitel über den richtigen Alkohol schlägt in dieselbe Kerbe. Ich kenne Max nicht, aber ich könnte wetten, weiß nicht, wie dir das geht, aber ich könnte wetten, er verzehrt nach wie vor tierische Produkte, darf er auch, alles gut, und trinkt Alkohol, darf er auch, alles gut. Und diese Kapitel sind dann einfach so ein bisschen Cherry-Picking at its best. Man muss dazu sagen, Max war Leistungssportler, konnte in Amerika sich ausbilden lassen und ist durchaus intelligent. Genau das, was ich einerseits gut finde, weil er niemanden vor den Kopf stößt und eine breite Zielgruppe erreicht, führt andererseits dazu, dass ich deutlich erkenne oder glaube zu erkennen, wie man sich die Dinge so ein bisschen zurechtlegt. Aber hey, ich selber bin ja auch überzeugt von einer pflanzlichen Ernährung ohne Alkohol. Also vielleicht unterliege ich auch dem Confirmation Bias und lege mir alles zurecht. Aber ich kann es dir ja nur so präsentieren. Allerdings muss man dazu sagen, ich habe 35 Jahre lang tierische Produkte mit Genuss gegessen und kenne beide Seiten und habe beide Seiten gelobpreist und stehe nun hier. Quintessenz. Um es abzukürzen, das Ernährungskapitel ist populär, versucht niemanden anzugreifen, aber entspricht nicht den Empfehlungen der aktuellen Ernährungsinstitute und den entsprechenden wissenschaftlichen Forschungen, die im Hintergrund sind. Es ist einfach das, was alle hören wollen. Du darfst das essen, was am besten schmeckt. Und der nicht explizit vor Fleisch und Eiern warnt, werden viele da eins und eins zu einer tierischen Ernährung zusammenzählen und das unverarbeitet am Anfang einfach überlesen. Aber kommen wir zu den anderen Kapiteln. Denn da punktet er etwas mehr. Bei der Bewegung vertritt er die These, lieber kurz und knackig intensiv trainieren, High-Intensity-Training als Ausdauersport. Sein Übungsprogramm, was er im Buch beschrieben hat, trainiert alle Muskelgruppen und ist zwar recht anspruchsvoll, aber für jeden, der halbwegs gesund ist, mehr oder weniger durchführbar, sagen wir es mal so. Halbwegs trainiert sollte man vielleicht schon sein. Da ich auch nicht ausgewiesener Experte für Sport bin, habe ich mit einem Fitnesstrainer telefoniert, den ich dieses Programm beurteilen haben lassen. Er meinte auch, dass dieses Programm eigentlich ganz gut ist, aber das Problem dabei sei, dass das Programm eher für Muskelaufbau ist und nicht für eine gesunde Lebensweise und da auch nicht so geeignet ist. Sprich, eine gute Grundausdauer und ein Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dafür gäbe es Besseres. Für Muskeln wunderbar. Das liege wohl an der Pulsfrequenz und der Dauer der Übung. Bin da kein Experte, ich lasse es einfach so stehen, gebe das euch weiter. Grundsätzlich finde ich das Kapitel jedoch sehr gut, aus meiner Sicht. Aber das würde ich vielleicht als nur durchschnittlich Informierter bei der Ernährung auch sagen. Da hat er übrigens noch ein absolutes Biohacking-Superrezept gepostet. Kaffee gemixt mit MCT-Öl, so ein Extrakt aus Kokos und Palmenöl, und Weidebutter. Der Kaffee ist nach aktuellem Stand der Wissenschaft noch das Gesündeste an diesem Getränk. Der Clou kommt aber dann noch bei den Schlaftipps. Neben sehr vielen richtigen und wichtigen Dingen wie Blaulicht meiden und Vorteile von Meditation, was allerdings alle so Grundlagen sind, haut er dann folgenden Tipp raus. Vor dem Schlafengehen einfach jeden Abend einen Teelöffel Honig essen. Da klingelt was bei mir. Du weißt ja, ich habe BWL mit der Spezialisierung Marketing studiert. Und wenn du in Erinnerung bleiben willst oder etwas verkaufen willst, dann musst du immer etwas Überraschendes bringen. Und umso länger ich in diesem Buch lese oder gelesen habe, umso glatter und konstruierter kommt mir das Buch vor. Es ist aus dem Standpunkt des Marketing ein absoluter Bestseller, perfekt geschrieben. Aber selbst die persönlichen Geschichten wirken konstruiert und bewusst eingebaut. Tell a story, ne? Damit der Leser sich verbunden fühlt. Das Buch wird von Seite zu Seite, und das obwohl wirklich vieles Richtige drinsteht, aber sehr viel Grundlagen, immer mehr zu einem herzlosen und wenig authentischen Buch. Er betont Dinge wie Selbstverantwortung, Naturverbundenheit und setzt sich auch für Abhärtung ein. Und entsprechend muss ich das Buch eigentlich schon für komplette Neuansteiger auch empfehlen und macht das irgendwie auch. Aber zurechtgelegte persönliche Überzeugung und Komfortzonen, die machen das Buch für wirklich ernsthaft an einer persönlichen Optimierung Interessierte zu einem Buch, was meiner Meinung nach überflüssig ist, da es in Kernthemen einfach nur die Reproduktion der aktuellen Trends ist und ansonsten dir nur Grundlagen bietet, die wirklich jeder Blog beinhaltet. Von mir gibt es daher für das Buch
3 Sterne. Danke an den Riva Verlag, der mir das Buch zur Verfügung gestellt hat. Und ich werde es sicher bei Facebook oder bei Instagram die nächsten Wochen unter meinen Abonnenten verlosen. Also wer da Interesse hat, da schaut da einfach vorbei. Ansonsten kann man das Buch natürlich auch käuflich bei Amazon erwerben. Den Link gibt es unten in der Infobox und kann sich dort auch die positiveren Rezensionen mal anschauen. Das hier ist nur meine Sicht. Das kam vielleicht jetzt ein bisschen negativ rüber, aber ja, du weißt, bei mir gibt es 100% authentisch meine Meinung. Und das weiß auch jeder, der mir seine Produkte zur Verfügung stellt. Egal, ob das ein Tee ist oder ob das ein Buch ist. Ich weiß auch nicht alles. Ich kann nur subjektiv aus meiner Sicht beurteilen. Ich kann dir aber sagen, dass es zu 100% aus bestem Wissen und Gewissen passiert, wenn ich die Produkte rezensiere, die ja unser Leben positiv beeinflussen sollen. Denn nur darum geht es auf diesem Kanal. Das ist der Sinn, warum ich das mache. Wenn du Lust hast, nur etwas Konkreteres zum Thema Biohacking zu hören, dann empfehle ich dir mein Video zum Zeitmanagement oder wie du mit nur einer Minute täglich dein Leben umfassend änderst. Ganz ohne Weidebutter natürlich. Alles Liebe, dein Samu.